Liebe Schwestern und Brüder, wenn im geistlichen Sinne davon gesprochen wird, dass das Leben eines Christen Frucht bringen soll, klingt da leicht der falsche Ton einer Leistungsfrömmigkeit mit. Frucht, Ertrag, Ernte, das sind Begriffe aus der Landwirtschaft, die durch harte Arbeit und großen Einsatz gekennzeichnet sind. Dieses Vokabular gab es zur Zeit Jesu natürlich auch schon, aber verbunden mit einer bäuerlichen Situation, die sich schon sehr von der heutigen Landwirtschaft unterscheidet. Wenn Jesus im heutigen Evangelium zu seinen Jüngern sagt, es sei sein Gebot, dass sie einander so lieben sollen, wie er sie liebt, ist das nicht nur eine starke Herausforderung, sondern eigentlich eine Überforderung. Nimmt man aber seine Aussagen dazu, die er wenig später hinzufügt, wird ein anderer Blickwinkel sichtbar. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und dazu bestimmt, dass ihr euch aufmacht und Frucht bringt und dass eure Frucht bleibt. Es ist Jesu Wille, dass wir in eine Liebe hineinwachsen, die unsere menschlichen und oft so kleinen oder schwärmerischen Vorstellungen von Liebe sprengt. Es ist sein Wille und seine Gnade, die uns befähigen, diese unglaubliche Liebe mehr und mehr zu begreifen und zuzulassen, dass sie uns erfüllt und unser Denken und Handeln bestimmt. Diese Frucht ist nicht Ergebnis unserer Leistung oder unseres Einsatzes. Sie ist wie ein Samenkorn in unserem Herzen, das wächst und treibt, Blüte und Frucht bringt, wenn wir es zulassen. Alles, was dabei hilft, dass diese Frucht wachsen kann, ist gut. Ob das stille Gebet zu Hause, ob die fröhliche und laute Gemeinschaft Gleichgesinnter oder die innige Mitfeier einer schlichten Werktagsmesse. Wichtig ist, dass wir zulassen, dass sie wächst, diese kostbare Frucht der Liebe zu Gott, zum Nächsten und zu uns selbst. In Gottes Liebe bleiben, so lautet Jesu Aufruf an uns im Evangelium heute. Das heißt, Gutes um der Liebe Gottes willen tun, um die Liebe unter den Menschen zu verbreiten und schließlich an seiner Freude teilzuhaben. Wir sollen Frucht bringen in dem Maße, dass unsere Frucht bleibt. Was wahrhaft siegen wird, sind nicht Hass, Neid und Missgunst, sondern der Friede, die Freude und die Liebe. Und mit dem Blick auf die Lesung aus der Apostelgeschichte wird uns der Heilige Geist als Versicherung und Beistand genannt, der leiten und führen will, wo keine Einheit herrscht. Denn auch die Apostel waren im Streit. Sie debattierten darüber, welche Bedingungen den Taufbewerbern zur Aufnahme gestellt werden sollen. Schließlich kamen sie eben im Heiligen Geist darauf, ihnen keine Lasten, wie beispielsweise Teile des mosaischen Gesetzes aufzuerlegen, denn das würde dem Gebot Christi nicht vollkommen gerecht werden. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Das allein ist der Auftrag und nicht die Einhaltung von Gesetzen. Amen.